Deutsche Memes, die Monte traurig machen. Das wollen wir nicht. Wir wollen Monte glücklich sehen. Wir schauen rein. Xuna, meine Freunde. Zeit, wieder ins Intro zu kommen. Gar kein Bock. Julux.exe, lass das bitte. Das letzte Intro von Xuna, das war das beste Intro. Das war das hier. Bitte ändern mal das Intro, Digga. Wirklich. Absolut beschissen, wirklich. Let's go rein in die Masse. Das habe ich gerade gesehen. Warum guckst du das? Warum guckst du das? Wir wissen doch, dass wir das alle im Stream schauen. Oh, Xuna habt deutsche Memes. Let's go. Da sehe ich mich einen weg, Jackson. Falls ihr Lust habt, könnt ihr übrigens meinem Discord-Server beitreten. Link in der Beschreibung. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ich hasse den Wichser. Entschuldigt bitte den kurzen Aussetzer meinerseits. Es war einfach richtig fies. Ich sag's euch, wie es war einfach richtig fies. Ja. Ich finde, so wie heute mit mir umgegangen wurde, so sollte man nicht mit Menschen umgehen. Und doch. Und ich behalte mir solche Dinge im Kopf. Was passiert? Hat er seinen veganen McNugget nicht bekommen oder was, der Fettsack? Mein Hass ist diesem Menschen nun gewiss. Alles klar, Simon. Für sein Lebensende, kann ich euch sagen. Alles klar. Ich lebe in einer fucking Müllhalde. Ich bin eine Müllhalde. Wenn du nur mit... Ja, wohl? Wenn du nur mit... Das mit nur... Einfach ich... mündliche Note war bei mir immer genau das, wirklich. Einfach aufgezeigt, irgendwas gesagt. Wofür hat Kevin keine Putzfrau? Es bringt nichts. Die Putzfrau kann jeden Tag kommen. Kevin macht so viel Müll, dass es unmöglich ist, wegzumachen. Ah, du. Ja? Sorry, das kenne ich nicht. Kann mir mal kurz jemand sagen, was aber heißt? Bei mir sind es immer so einzelne Worte irgendwie, die mir abhanden kommen. Aber heißt ever, okay? Ever, oh nein, Digga. Naja, wie gesagt, Leute, mein Englisch ist echt scheiße, aber ich gebe nicht auf und mittlerweile spreche ich Englisch auch viel öfter als sonst. Ja. Man merkt ja, glaube ich, auch, dass es ein bisschen besser wird. Nee. Das möchte ich gerne speichern. Oh, oh. Oh, nein. Oh. Oh nein. Ich hatte gerade Sex mit meiner Freundin. Glückwunsch. Ich beim Sex einfach einen anderen Namen geschrien, Digga, von einem anderen Guy. Okay. Ich mach das auch immer. Wenn ich mit meiner Freundin schlafe, schreie ich auch meinen Namen von einem anderen Typen. Digga, und ich bin fertig, was soll ich machen, Mann? Mhm. Ich bin absolut fertig mit Nerven. Ich stelle mir auch die Frage, wer nennt sich Falsches Loch? Falsches Loch? Chilliger Name, Bro. Ich habe mal gehört, dass es früher so war, im Mittelalter, dass die Hausmädchen, also quasi die Nannies von damals, oh nein, dass sie den nein. 13 und 12, 13-jährigen Boys, nein, so abends beim ins Bett gehen, quasi immer einen gejaxt haben. Ey, ganz kurz, Chat, pass auf. Ich muss euch was zeigen. Ich hab dem belehrt, warte, wie mache ich das? Pop-out, Chat. Der Bro hier, ich hab dem hier VIP gegeben. Wisst ihr warum? Der hat mir auf Instagram einen Clip gesendet, wie er bei einer anderen Streamerin für mich Wingman gespielt hat. Und er hat gesagt, dafür verdiene ich VIP. Und dann habe ich gesagt, okay, Bro, du hast mir geholfen, du hast gut Auge gemacht, du hast für mich geworben, ich gebe dir VIP. Versteht ihr, meine Freunde, VIP kann man nicht sich erkaufen. VIP muss man sich verdienen. VIP kriegt man, indem man entweder extrem dumm oder extrem hilfreich ist. Und er war beides. Damit die besser einschlafen können. What? Das hab ich noch nie gehört. Bro, ich schwöre. Was hat er jetzt gesagt? Bett gehen, quasi immer einen gejaxt haben, damit die besser einschlafen können. What? Das hab ich noch nie gehört. Was? Wer hat wem einen gewichst im Mittelalter? Bro, ich schwöre, das hab ich... No joke, als ob die Hausfrauen, die Haushälterinnen im Mittelalter dem einen gejaxt haben. Ich hab irgendwo mal gehört. Oder ich hab's geträumt, was ich mir nicht vorstellen kann. Weil warum soll ich von nackten 13-Jährigen träumen? Ja, ich schwöre, das habe ich mal irgendwo gehört. Alles klar, Kevin. Wie kann man so kontrolliert ausrasten? So, jetzt darf ich nichts. Ich bin so sauer. Ey, ich bin so mad. So, jetzt habe ich mich aber beruhigt. Ich habe noch nie jemanden
so unmotivierten Controller schlagen sehen. Entschuldigung, ja. Brauchen Sie den Wagen noch? Nein, nein, kann sein. Ja. Bro? 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 An alle Einbrecher, bei mir braucht ihr es erst gar nicht versuchen. Ihr kommt zur Tür rein, aktiviert die Wackelfigur. Diese weckt den Furby auf. Davon irritiert rutscht ihr auf den Murmeln aus. Ihr fällt mit dem Kopf auf den Rucksack. Im Rucksack ein Stück Holz. Sofortige Gehirnerschütterung. Okay. Steht wieder auf. Seht in den Spiegel, seht euch selbst und denkt, dass noch ein anderer Einbrecher im Raum ist. Glaube ich, also... Am Boden meine stärkste Actionfigur und sein Freund Pikachu. Zusätzlich liegen daneben alte, stinkende Socken meines Vaters. Danach kommt das Krokodil mit seinen scharfen Zähnen. Und selbst wenn ihr das alles überstanden habt, Junge. Dann habt ihr es mit mir zu tun. Imagine, Digga, die nächste Szene ist einfach, wie so ein Typ mit einer Waffe reinkommt, den einfach abknallt. Alles klar, passiert nicht. Was ist das jetzt? Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Okay, du hast schon wieder geleakt. Nein, ich hab nicht geleakt, ich schwöre, ich hab nicht geleakt. Doch, da sind wieder Leute drin. Ja, warum denn? Ich weiß nicht. Die können nichts machen. Mach einfach ein Video rein. Mach einfach ein Video rein, die können nichts machen. Die können nichts machen. Können die. Ey. Hey, was ist denn da passiert? Mach jetzt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Kann ich jetzt den Link auch zeigen? Nein, trotzdem nicht. Ey, nein. Oh nein, wer hat das denn angemacht? Das war bestimmt Rezo. Ich hab Elena geschrieben. Aha. Hab gehört, hier gibt's einen VIP-Zugang. Da kann man zurück. Raxo Twitch, dankeschön, Bro. Ja, okay, danke. Also auf deinen Wunsch kein Verlassenheit, sag ich so, wie es ist. Digga, der Mann ist mehrfacher Millionär. Bezahl doch einfach fürs Wichsen wie jeder andere. Bezahl doch einfach, du Geier. Du Geier, bezahl doch fürs Wichsen wie jeder andere auch bei Elena fürs Wichsen bezahlt. Kauf doch ihren Premium-Zugang. Bei Sascha im Video sagen, für Klicks, aber wenn dann Onkel Monte kommt und fragt... Onkel Monte? So tun, als wenn nichts gewesen wäre. Ja, es tut mir actually auch leid. Der arme Bro, der arme Bro. Muss ein Schulprojekt. Boah, Bruder, der Typ hat mir auch sein Ding so hart reingesteckt. Oh ja. Vor allem wurde Kevin an dem Abend nicht mal auf Corona getestet. Juppertschub, danke schön, Bro. Haben wir Ton? Na, wie geht's euch? Alles fein bei euch? Mein Onkel, wenn er das erste Mal MDMA probiert. Alles super, alles wunderbar. Schau mir doch. Was ist das für ein netter Ei? Chef, du hast dich verloren. Was ist das denn? Stimmt da drauf. Uralu egat yert smoke put. Ganz genau. Ah, okay. Digga. Ah, Mann, ich schwör Deutsche. Danke. Einfach. Wenn man eine Erektion bekommen, wie ich an meinen Lehrer gedacht hat. Allerdings auch nicht an alle, sondern nur an die Weiblichen, die geil. Na klar. Wir sind lit, Boys.